Heute kümmern wir uns um unseren Körper. Und wir müssen ein bisschen stark sein, weil wir fasten. Die Fastenzeit die hat angefangen und sie dauert noch bis am 9. April. Und darum ist bei mir jetzt Claudia Kaiser, Vitalitätscoach. Warum ist die Fastenzeit gerade jetzt eigentlich? Ja, das hat eben zu tun mit der Ostern, die dann im April kommt. Und das ist eine 40-tägige Zeit jetzt. Und kommt von der religiösen Geschichte eigentlich, dass man in dieser Zeit auf gewisse Lebensmittel und einfach weniger durch Essen eben fasten und so auch für sich wieder ein bisschen regenerieren und auch geistig ein bisschen wieder für sich selber zurückkommen und nicht immer im Ganzen hin und her auf der Welt umeinander hetzen. Und sie fängt immer am Aschermittwoch an, nach dem Aschermittwoch, genau. Oder? Ja, genau. Also, und was genau passiert, was könnte man da machen jetzt? Also, du hast gesagt, man regeneriert. Was genau gibt es da für Sachen, die man machen könnte? Also, es gibt natürlich verschiedene Fastenarten. So. Es gibt das Heilfasten. Das ist von einem Dr. Otto Buchinger mal vor x Jahrzehnten erfunden worden oder kreiert worden. Dann gibt es das sogenannte Basenfasten. Und es gibt auch das Keto-Fasten und das Intervallfasten, wo mit verschiedenen Intervallen schafft, eben gewisse Zeiten nichts essen, dann wieder essen. Also da gibt es fast kreative Arten, die man kann auch selber kreieren kann. Wir schauen uns diese Arten genau noch an. Wie gesund ist das für, wirklich, also, dass man 40 Tage ein bisschen verzichtet auf gewisse Sachen? Das tut dem Körper natürlich sehr gut, weil wir leben in einer Zeit, wo wir eigentlich hier in der Schweiz im Überfluss leben. Wir haben zu viel Zucker, wir haben zu viel Genussmittel, Kaffee, Koffein und all diese Geschichten. Und wenn man dann 40 Tage wirklich reduziert isst und schaut, dann hilft man dem Körper, sich zu regenerieren. Also auch auf der Zellebene passiert da sehr viel. Die können sich wieder erholen, können auch alte Zellstrukturen, die nicht mehr so gebraucht werden im Körper, können abgebaut werden. Und so tut man sich eigentlich wieder gesunden. Also das ist sehr empfehlenswert. Okay, also es ist empfehlenswert, sagt Vitalitätscoach. Und uns nicht wundern, auf was verzichten denn die Leute auf der Straße vielleicht während der Fastenzeit? Was wäre vielleicht noch gut, wenn du mal 40 Tage auf etwas verzichten in deinem Leben? Es kann Essen sein, aber es kann auch Trinken sein, es kann auch Sonstiges sein im Leben. Ja, ich glaube, meine Freundin und ihre Menschen sagen aufs Bier, aber ich... Mir würde gut tun, mehr Freizeit zu haben, weniger zu lernen und zu arbeiten. So. Fastenzeit und weniger lernen, gell? Genau. Wie null Fasten machen. Null Fasten? Null Fasten. Also auf alles verzichten. Was heisst das? Gar nicht essen. Ein Bouillon am Tag. Fertig. Auf Süßen. Essen Sie in dem Fall viel Süßes? Nein, aber gern. Ab und zu. Eine Sünde. Konsumieren, egal was. Also ich meine jetzt nicht trocken oder so, aber ich meine einfach so... Einfach mal einen Monat nichts kaufen, so ein bisschen. Ja. Das Bier nicht wollen verzichten. Gemüse, auf Gemüse vermutlich. Du wirst auf Gemüse verzichten? Ja, ja, da sind wir ja Menschen darauf verzichten. Ja, man könnte eben auf verschiedenste Sachen verzichten in der Fastenzeit. Und du, Claudia, hast vorher das Intervallfasten angesprochen. Was genau ist das nochmal? Darf man das nochmal erklären? Also das Intervallfasten ist ja ein Intervall. Also du isst während zum Beispiel 8 Stunden. Während 8 Stunden heisst, du nimmst 2 Mahlzeiten zu dir. Zum Beispiel das Mittagessen und das Abendessen. Und nachher machst du Pause bis am anderen Mittag. Also das sogenannte Intervallfasten, 16 Stunden nichts essen. Und während 8 Stunden einfach die 2 Mahlzeiten einzunehmen. Und da kann man essen, was man will? Dann ist es wirklich ausgewogen. Das ist dann aber eben auch wichtig. Nicht gerade die 3 Pizza, sondern ausgewogen essen mit Eiweißkomponenten, ein bisschen Kohlenhydrat, wenig und viel Vitamine, Gemüse, Früchte, alles integrieren, auf 2 Mahlzeiten verteilt. Okay, und wie effektiv ist das? Was sagst du dazu? Das ist sehr effektiv, weil eben durch die lange Ruhezeit für die Verdauung, also für den Darm, kann er einmal sehr gut verdauen. Du kannst auch besser schlafen, weil du eigentlich früh, sagen wir 6 Uhr maximal, am 7 Uhr am Abend die letzte Mahlzeit nimmst. Und das ist es einfach so, dann musst du weniger verdauen dann auf die Nacht, wenn du längere Pause hast. Aber schon noch schwer, oder? Dass ich die 16 Stunden nichts essen. Das geht. Das ist schon eine Gewöhnungszeit, das stimmt. Aber
Dann stehst du am Morgen auf, also mal einen schwarzen Kaffee ist okay, oder ein Kräutertee stilles Wasser, am besten basisches Wasser. Und nachher gehst du deinen Alltag nachher und dann am Mittagessen kannst du wieder Mittagszeit aufs Mittagessen freuen. So. Es ist gewöhnlich, aber man stellt sehr schnell um. Also wie lange würdest du das durchziehen? So? Also, das kann man gut mal mit einer Woche mal anfangen. Und dann, wenn es einem gut geht, kann man das auch steigern. Und man kann das mal einen Monat durchziehen. Man kann es auch das Intervall fast länger machen. Ist eben je nach Menschentyp auch eine Kopfsache. Also man muss sich mental auch ein bisschen darauf vorbereiten. Und wir haben noch eine weitere Fastenart, und zwar ist das Heilfasten. Und für das gehen wir gerade mal schnell am Tisch über. Mhm. Sag mir doch schnell, was ist genau das Heilfasten? Das Heilfasten ist so, da wird vor allem mit Gemüsesaft oder Frucht, also Obstsaft geschafft, Kräutertee und stilles Wasser. Mhm. Und also alles flüssig? Eigentlich alles in flüssiger Kost. Und das über den Tag, das ist dann der Unterschied zum Intervallfasten. Dort nimmst du eigentlich über den Tag, vielleicht ein bisschen zum Morgen ein Gemüsesaft, am Mittag einen Fruchtsaft. Zum Abendessen wieder ein bisschen Gemüsesaft oder eben nämlich ein Gemüsebouillon. Mhm. Wird auch das vom Salzhaushalt. Und so hast du auch wieder die Entlastung für den ganzen Verdauungstrakt. Weil auch alles flüssig ist und gesund, ja, oder? Ja, musst weniger verdauen, hast weniger Schwerstarbeit. Wir machen gerade etwas. Ja. Und zwar, was machen wir? Einen Smoothie, oder? Ja, jetzt machen wir einen Gemüsesmoothie. Okay, was nehmen wir da dazu? Da nehmen wir jetzt mit der Rüebli. Da tun wir eben die Maschine durch alles dann hacken. Du kannst es dann gerade drei. Okay. Drei. Wir machen mit Rüebli. Da kann man natürlich auch kreativ sein. Was man ein bisschen gerne hat, da kann man, das ist jetzt Stangensellerie. Da tun wir ein bisschen Stangensellerie drin. Also wirklich einfach Gemüse und Früchte? Gemüse, genau. Früchte bin ich jetzt beim Heilfasten nicht so extrem, ja, weil wegen dem Fruchtzucker. Grüne Sachen wie eben auch Gurken oder Stangensellerie, Brokkoli, Spinat zum Beispiel. Auch noch drin? Ja. Ist wieder gut vom Chlorophyll. Zum Beispiel können wir einen Schnäffel immer drin tun. Gut. Genau. Und dann würde ich das. Öl. Und das können wir am Schluss noch drin tun. Schluss, okay. Aber ein bisschen Wasser muss man drin tun. Okay. Genau. Ist das denn, ist man dann genug satt? Jetzt einfach, wenn man jeden Tag nur flüssig isst. So, noch mehr? Ja, kannst du ein bisschen mehr. Kannst du ein bisschen noch ein bisschen mehr. Sagst du? Ja, ist gut. Das dann auch ein bisschen. Genau. Ja, man wird satt. Es ist alles aufgespalten. Und wir haben das, dass man das ganze Gemüse eben auch mit dem Kraut ein bisschen braucht, wirklich auch die Ballaststoffe drin. Und das ist ja das, wo wir viele Leute einfach zu wenig haben im normalen Essen. Okay. Weil es vielleicht mehr, sagen wir, Fleisch oder mehr Teigwaren, so die Sachen isst. Alles, was aus Weissmehl ist, hat praktisch keine Ballaststoffe drin. Und so führst du extrem viel zu. Wir mixen mal, he? Also. Genau. Da einfach jetzt, du musst mir jetzt so gut, ja, jetzt einen Unfall einstellen. Und dann tun wir hier langsam. Und schon gut, oder? Jawohl, ich glaube, das ist genug. Also, dann können wir jetzt, ja, kannst du mal noch einen Schluck nehmen. Hebe dich, gell? Kann man helfen? Jetzt. So. Also. Jetzt, warte mal schnell. Warte. Noch was? Noch ein bisschen, ja. Eben, je nachdem, wie viel Gemüse das man drin tut, braucht es dann mal ein bisschen. So. Das Öl können wir dann am Schluss drin tun. Jetzt kannst du mal hier ein Glas abfüllen. Gut. Sehr gut. Und jetzt, weil wir Rüebli. Mittag oder genau. Nacht? Ja, Rüebli drin haben. Dann nehmen wir ein bisschen Olivenöl zum Beispiel. Mhm. Genau. Wichtig ist einfach, das gesundes, kaltpresstes Öl zu nehmen. Leinöl geht auch, Rapsöl geht auch. Mehr? Genau, ist gut. So ein Gutsch. Dann machen wir ein bisschen rühren. Damit die Vitamine vom Rüebli, das Beta-Carotin, besser aufgenommen werden kann, gibst du eigentlich immer einen Schuss Öl drin. Yummy. So sieht das aus, wenn man Heilfasten tut. Was macht man dann aber in einer weiteren Fastenart im Basenfasten?
Was heisst das? Auf was müssen wir verzichten? Auf alle tierischen Produkte, Fisch, Fleisch, Eier, weil die eben viel Säure machen. Und wir weichen aus auf das Gemüse, weil die basisch sind. Heute gibt es eine Pastinakensuppe mit ein bisschen Herdöpfelin und Fenchel. Das ist eben sehr basisch. Und dazu machen wir noch einen Chicorée-Salat mit einer basischen Salatsauce. Sehr gut. Also dann nehmen wir mal die Pastinake. Genau, genau. Und jetzt müssen wir den Herdöpfel schneiden. Dazu. Auch ein Stückchen? Genau. Das tut ihr dann nachher schön aufkochen. Und wir mixen zum Schluss mixen, dass es eine cremige Suppe gibt. Und als nächstes nehmen wir ein bisschen Fenchel. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Nicht jeder Mann hat Fenchel gern. Zum ein bisschen Aroma gerne, nehmen wir jetzt einfach da einen Viertelteil vom Fenchel. Jetzt kommt ein bisschen Kokosfett in die Pfanne zum Andünsten für das Gemüse und nachher den wir ablöschen mit der Bouillon. Jetzt ist alles schön weich gekocht und jetzt wird das Ganze püriert. Sehr gut. Ja. Gut aus. Schon ja, fertig, oder? Ist, schon gemacht. Genau, jetzt ist es fertig und jetzt müssen wir hier eine Portion schöpfen. So. Genau. So. Jetzt kommen wir noch zum Salat mit dem roten Chicorée. Den einfach verschneiden. Genau. Einfach verschneiden. Also das müssen wir vielleicht wegnehmen. Und jetzt brauchen wir noch eine basische Salatsauce. Was kommt alles drin? Also da kommt jetzt eine halbe Zitrone drin. Die wir auspressen, da mit dieser Presse. Bei der Zitrone meint man, es ist sauer. Sie ist ja sauer, wenn man drin ist, aber im Verdauungstrakt wird sie dann verstoffwechselt als Basis. Und das ist wieder sehr wohltuend für den Körper und jede einzelne Körperzelle. So, Zitronensaft haben wir. Was kommt noch drin in die basische Soße? Jetzt kommt noch ein gutes Olivenöl. Öl, Zitronensaft und was und noch? Ein bisschen Würze. Noch mit Pfeffer. Und was haben wir gesagt, gegeben ist, noch ein bisschen Kräutchen. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Thymian. Gibt dann auch mal ein anderes Aroma, ein bisschen Kontrast zum Chicorée. So, und das wäre es auch schon wieder mit dem Chicorée-Salat. Ja, parat zum Essen. Also Fasten ist gesund für unseren Körper. Nimmt man dann auch ab? Ist es auch wirklich so ein bisschen zum Abnehmen gedacht? Also das Fasten grundsätzlich schaue ich das nicht als Abnehmen-Geschichte an. Aber durch das, dass du natürlich die Ernährung komplett umstellst und reduzierst, verliert man ein bisschen Wasser und zum Teil schon auch Körperdepotfett natürlich, weil einfach weniger Riss ist. Aber der andere Effekt ist einfach die gesundheitlichen Elemente, die drin sind. Und auch geistig, du hast dich ja auch ein bisschen besinnen, du hast eine bisschen ruhigere Phase reinbringen in dein Leben, du gehst ein bisschen mehr vielleicht spazieren, das ist auch sehr wichtig beim Fasten, dass es nicht so im Alltag rumhetzt. Gibt es dann also Leute, die nicht fasten sollten? Vielleicht? Ja, das gibt es auch. Also Schwangere zum Beispiel Leute oder Stillende würden jetzt auch nicht sagen, sie sollen fasten.
Oder sehr stark wirklich untergewichtige Leute oder mit Essstörungen, gewisse starke Krebsleiden. Da ist dann das Fasten mit Vorsicht wirklich zu geniessen. Jetzt eben, in so einer Fastenzeit isst man weniger oder man isst alles flüssig und so weiter. Anders isst man. Können da auch die sogenannten Fastenkrisen entstehen, dass es einem einfach mal auch nicht gut geht in dieser Zeit? Ja, das ist sehr stark abhängig, wie man sich natürlich auch auf die Fastenkur, sage ich jetzt einmal, vorbereitet. Wenn man einfach entscheidet am Abend, ja, am Morgen faste ich jetzt und so nicht vorbereitet reingehen, können wirklich Fastenkrisen entstehen. Das ist Kopfweh, Müdigkeit, man kann auch hässig werden, weil man ja anders isst und reduziert isst. Mhm. Und man darf nicht vergessen, durch das, dass eben Körperfett aufgebraucht wird und verbrennt, löst sich vom Fett eben auch Giftstoff oder wo dann die Leber muss so fest arbeiten, dass der Körper wie nicht nachmacht. Und das kann dann eben so Beschwerden auslösen, Kopfweh oder auch Gelenkschmerzen und all diese Geschichten. Da muss man dann einfach ein bisschen durchbeissen und sich dann vielleicht ein bisschen an das gewöhnen. Wie ist es, wenn die Fastenzeit vorbei ist? Oder? Wir haben gesagt, 40 Tage offiziell. Jetzt an Ostern könnte man wieder loslegen mit Jockeyhasen essen und so weiter. Wie soll man wieder einsteigen, dass da nicht so ein Ungleichgewicht entsteht? Ja, also man steigt eigentlich dann wieder sehr gemächlich ein. Zum Beispiel beim Heilfasten ist es so, das typische Fastenbrechen ist dort, dass man eben mit einem Apfel dann wieder anfängt, am Tag, wo man wieder umstellt. Und dann tut man einfach sukzessiv wieder ein bisschen mehr essen, also mit leicht verdaulicher Kost, also eben Gemüse, Früchte, Hafer, zum Beispiel Haferschleimsuppe. Sukzessiv von Tag zu Tag tut man da wieder rauffahren. Und bis erst, man irgendwann Pizza genau, wieder bis wieder normal. Und ja. Jetzt schauen wir uns gerade noch als letztes eine weitere Fastenart an, das Keto-Fasten. Was ist denn das? Ja, das Keto-Fasten ist auch fast schon eine spezielle Ernährungsform. Das ist vor allem mit sehr, sehr viel Fett. Also mal völlig etwas komplett anderes wie ein Heilfasten. Aha. Und da tut man wirklich extrem mit Fett arbeiten. Mit sehr, sehr wenig Kohlenhydrat. Das heisst also Kohlenhydratmenge unter 50 Gramm pro Tag. Das ist wirklich nicht viel. Und ein bisschen Eiweiß eben. Und durch das, dass man sehr viel Fett isst, muss der Körper wieder auf einen anderen Stoffwechsel zugreifen. Das heisst, er scheidet dann irgendwann, wenn er das kann machen, die sogenannten Ketonkörper aus. Das ist so ein Abbauprodukt im Stoffwechsel. Darum heisst das eben Ketofasten. Ist manchmal sehr schwer verdaulich, wenn man sich nicht gewöhnt ist, für die einen Leute so viel Fett, also 100 Gramm Fett, je nach Körpergröße, wo man da zu sich nimmt. Also ist auch noch sehr speziell. Wir schauen uns das mal spezielle Fasten genauer an und haben gerade einen Menüvorschlag für Sie. Was darf ich denn essen, wenn ich Keto faste? Dann ist es eben kein Kohlenhydrat oder maximal 20 bis 50 Gramm Kohlenhydrat und viel Fett, pflanzliche, tierische Fett und ein Stück Eiweiß. Heute gibt es Käseomelette und Lachs mit einer Kräuterrahmsauce. Jetzt nehmen wir hier für eine Portion zwei Eier zum Aufschlag. Jetzt kommt noch ein bisschen Salz und Pfeffer drin. Und ein paar Reisen. Und jetzt nehmen wir ein bisschen Butter. Es gibt ja ein spezielles Aroma. Man muss einfach schauen, dass es nicht zu heiß ist, dass er braun wird. Oder? Das ist eine Gefahr, wenn man es zu heiß macht. Und man kann aber auch Olivenöl oder Kokosfett wieder nehmen. Aber also, mit Butter ist die Omelette besonders ist gut. Einfach noch, gibt ein anderes Aroma. Absolut. In dieser Omelette lassen wir es mehr weg, weil sie eben viel Kohlenhydrat drin hat. Wie merkt ihr jetzt, dass sie gut ist? Jetzt schon mal so mit der Pfanne und wenn sie sich frei bewegt, jetzt ist sie gut. Jetzt haben wir den Käse drin, es hat auch wieder viel Fett und viel Eiweiß dabei. Also jetzt tue ich die ganze Omelette halbieren. Mm.
Eigentlich fühlt sich das gar nicht so schlecht an, so schwierig an, so Fasten mit einer Omelette. Ist das gescheit, wenn man das lange so macht, so mit viel Fett und wenig Kohlenhydrate essen? Es hat sehr viel tierische Fett drin, auch das pflanzliche Fett. Und das würde ich auf jeden Fall, wenn man es lang macht, einmal die Blutfettwerte beim Arzt kontrollieren. Weil man isst auch wenig Früchte. Das heisst, auch Vitamine hat man nicht ausgeprägt, das Quantum, das man vielleicht in der normalen Kost hat. Also, das würde ich schon mal abchecken lassen. Jetzt kommt noch der Lachs dazu, gell, was sehr gut passt beim Keto-Fasten. Den bröteln wir jetzt an. Genau. Und dann nehmen wir dazu Kokosfett. So. Den Lachs anbröteln, wie lange? Je nach Dicke vom Lachs so 1-2 Minuten, dass es eine schöne Schicht gibt von der Kruste her. Mhm. Und eben, man sieht es auch, es wird ein bisschen rosig, heller. Und nachher tut man ihn dann drehen. Mmh, super. Während jetzt der Lachs von sich hin brötelt, machen wir die Rahmsoße. Für das braucht man Kräutchen, gell? Jawohl. Da haben wir schon ein bisschen vorgemischt mit Schnittlauch, Peterli und Thyl. Der Thyl ist ja speziell auch für den Fisch. Also gibt einfach auch wieder ein gutes Aroma. Jetzt brauchen wir ein bisschen Butter für die Pfanne. Unsere fettige Rahmsoße. Ja, genau. Jetzt haben wir hier noch ein Eckchen. Also die Kräutchen dämpfen wir ja in Butter ein bisschen an, nachher abschmücken mit Salz, Pfeffer. Mhm. Und dann am Schluss kommt der Rahm dazu. Mhm. Und so kann es ein bisschen ziehen und gibt dann einen guten Geschmack. So, sieht gut aus. Und jetzt sind sie dran. Claudia, du hast wieder einen schönen Preis mitgebracht heute für den Jackpot. Was denn? Ja, also der den Jackpot gewinnt, dann gewinnt eine Beratung bei mir, eine Vitalitätsberatung. Je nachdem, was dann halt die Situation ist von dem Menschen, den wir das anschauen. Und dementsprechend kann ich dann ein bisschen Ideen und Vorschläge machen, was ihm für Gesundheit präventiv gut tun würde. Vielleicht ja eine Fastenart, wer weiß. Für das noch schnell eine Frage richtig beantworten. Und zwar, wann fängt denn jeweils offiziell die Fastenzeit an? Schicken Sie mir die Antwort per Mail an jack@teletop.ch. Sie können die ganze Sendung auch natürlich noch mal schauen auf toponline.ch oder auf unseren Social Media Kanälen wie Facebook und Instagram. Danke vielmals, Claudia, dass du da bei uns bist. Danke. Gute Fastenzeit weiterhin. Und Ihnen wünsche ich das auch. Bis nächsten Freitag. Ade miteinander. Merci.